Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo ich gleich von vornherein sagen muss, dass ich doch ein totaler Bleppo bin. Ich sagte doch eigentlich, dass wir uns in diesem Part jetzt halt gleich da hinten treffen werden, ne, bei dieser Psychiatrie. Das geht ja noch gar nicht. Was soll ich da? Wir sollen uns ja auch erst mit diesem Jack hier treffen. Hat der eine, der Typ da hinten ja gesagt, wie ist denn der noch schnell? Der hieß auch Deacon, ne? Oder irgendwie so, ne? Der sagt ja, wir sollen uns erst mit dem Typen treffen, damit wir auch erstmal wissen, was wir machen sollen überhaupt für den Mann da, ne? Also für den Typen. Und jetzt bin ich hier eben halt noch kurz lang gegangen, war ja eben noch da vorne gewesen, und bin ich hierher gekommen und habe gesehen, hier ist ja auch noch was. Irgendein Forschungszentrum. Da gehen wir natürlich auch erst noch rein jetzt. Weil da waren wir hundertprozentig noch nicht drin, ne? Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir hier noch nicht drin waren. Aha, das fängt ja schon mal ganz lustig an. Hier dürfen wir anscheinend auch nichts mitnehmen. Ja, sonst nicht weiter stören, ne? Wir quatschen erstmal hier mit diesen Typen. Hallo, Mr. Handy. Willkommen im Science Center. Jo. Suchen Sie nach einem Souvenir? Souvenir? Sag mal, was steht zum Verkauf? Ich schaue mal. Ich sehe mich mal um. Werfen Sie einen. Was denn nun? Ach so. 5 Pfund Gewicht. Blei, 2 kriegst du daraus. Ist mir aber zu schwer alles hier. Was hat denn der noch? Munition, Brennstoff hat der. Was kostet der denn? 14 Kronkorken. Sollen wir das mitnehmen? Flammenwerfer, den haben wir auch, glaube ich, noch nie benutzt, ne? Von daher ist es eigentlich Quatsch. Brauchen wir nicht mitnehmen. Ne, ist alles gut. Hier ist es aber gar nicht weiter, oder? Hier kommt man ja nirgendwo auch nicht hoch und nichts, ne? Was kann man denn jetzt... Bierflasche. Was kann man denn jetzt hier machen? Gar nichts, ne? Pass mal, wir reden nochmal mit den... Oh, das ist ein Safe. Ach, da dürfen wir ran, ja? Wir dürfen hier so nichts mitnehmen. Hier ist ein euren Globus, ne? Den dürfen wir natürlich nicht mitnehmen, ne? Aber den euren Safe hier. Möchten Sie eine Erinnerung an Ihren Besuch im Science Center haben? Nun beruhigt ihn mal, wir kommen gleich darauf zurück. Aber hier so ein Safe, ne? Den dürfen wir natürlich knacken. Das macht gar nichts. Na, noch ein Ticken weiter, oder? Nee, noch ein Ticken weiter. Oder ist das zu viel? Ah, nee, zurück müssen wir. So, wahrscheinlich. Achso, nun hör auf. Das gibt's doch gar nicht, wa? Jetzt aber. Jo. Geschafft. Ja. Hier, das dürfen wir natürlich mitnehmen alles, ne? Das macht gar nichts. So, jetzt können wir mit dir hier nochmal quatschen. Ja, klar. Klar. Sag mal, was du da hast. Alles, was Sie für Ihre eigenen Experimente benötigen. Nun, rück mir mal nicht so dicht auf die Pelle. Jetzt sind wir ja wieder hier drinnen. Hä? Hier kann man gar nichts machen, oder was? Was ist denn da für ein Quatsch? Soll ich den einfach mal abknallen? Ja, das kann man nicht machen, ne? Das ist ja... So ein Schwein sind wir nur nicht. Hier musst du... Nee, wir dürfen hier auch wirklich nichts mitnehmen, ne? Wie gesagt, den Safe knacken, das ist kein Problem, ne? Das stört den Typen gar nicht, aber... Hier so eine... Ach, eine Bierflasche, die dürfen wir auch mitnehmen, ja super. Die wahrscheinlich noch leer ist. Naja, gut. Dann ist das ja... Wissen die vielleicht... Müssen wir hier nachher nochmal her oder was? Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir dafür nur so eine kleine Quest. Ob wir hier nochmal was herbringen sollen oder uns was holen müssen von dem Typen hier. Keine Ahnung. Werden wir ja dann sehen. Okay. Dann können wir ja jetzt auch mal... Ich habe nämlich schon auf die Karte geguckt. Ich habe das jetzt nämlich schon hier aktiviert gehabt. Bei Daten. Sonderlieferung. Und da wollen wir doch mal mit dem guten Jack dann her... Sprechen, ich hoffe, wir kommen jetzt hier überhaupt... Ah, nee. Scheiß Brücke wieder hier. Komme ich da vorne gleich wieder raus? Ja, ne? Eigentlich schon, ne? Was ist denn da drüben? Ist das ein Hund? Gib mir, der spielt auch mit so einem Teddybär. Ja, wart mit ihm. Der hat das letzte Mal gespielt. Boah, da tut mir gerade voll leid, wa? Alter, was ist denn da los? Was machst du denn da drüben? Scheiße, ich wollte ihm eigentlich einen Headshot geben, aber der zappelt da so umher.
Knie dich mal hin. Dann hältst du wenigstens ein bisschen mehr. Nein, jetzt läuft er ab. Boah, ich wollte den looten. Aber da kommen wir wahrscheinlich sowieso nicht hoch, ne? Das ist so ein kleiner Fluss, ne? Wieso ist denn jetzt immer noch Vorsicht? Warum? Hier ist doch gar nichts mehr, David. Okay, pass auf, wir springen jetzt hier einfach runter. Geronimo! Koffer. Ach du Scheiße, komme ich gar nicht hoch. Nein, ich muss zurück. Kacke. Da kommen wir nämlich nicht hoch. Das sehe ich jetzt schon. Was ist das hier? Der Hund? Ach du Kacke. Nein, jetzt sag nicht, ihr kommt hier nicht mehr raus. Oh Gott, wir werden sterben. Wir werden so weit von sterben. Hätte ich bloß diese scheiß Rüstung mal zu Hause gelassen. Oder schaffen wir das? Alter, geh doch mal hoch hier. Ja, super. Wir werden sterben. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück, das schaffen wir. Ups. Hol Luft. Ja, hol Luft. Oh, Alter. Guck mal. Dogmeat. Ui, 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 Junge. Scheiße, ne? Da müssen wir lieber rumgehen. Ah, Kacke. Hier ist nämlich auch nochmal eine Brücke. Das ist halt der Nachteil bei so einer Rüstung, ne? Dass du damit nicht schwimmen kannst. Aber das wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn es denn doch möglich wäre, ne? Wäre ein bisschen Quatsch. Aber jetzt müssen wir tatsächlich hier komplett rumlaufen, ja? Hier können wir lang. Jetzt ist das doch... Das kann doch gar nicht mehr so weit sein, oder was? Muss ja hier irgendwo sein jetzt, oder was? Steht hier drauf. Aha, aha. 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 Was bist du denn hier für einer? Mr. Handy, noch ein... Hallöchen. Oh, oh. Der macht aber noch gar nichts. Hallo? Alles in Ordnung? Ja, ich bin doch einer. Ich möchte jetzt mal kurz an die Sprechanlage ran hier. Darf ich das? Hallo? Verschwinde. Warum? Ich möchte doch... leck mich. Das wäre natürlich auch cool, ne? Ich will mit Jack Cabot reden. Ah, du bist's. Gut. Komm rein. Oh, na zum Glück. Ich dachte schon. Gut, dann reden wir mal mit den Typen. Ich denke mal, der wird uns dann auch wahrscheinlich jetzt den Schlüssel dafür geben. Hoffe ich jedenfalls mal. Und wenn wir den bekommen, von dem Typen, dann werden wir da auch wahrscheinlich gleich hinreisen. Jetzt lernst du den Boss kennen. Super. Nochmal. Oh, hier sieht das aber... Hier sieht das aber schön aus drinne. Hier sieht das ja richtig schön aus drinne. Mensch, der Teppich, das ist ja unglaublich. Hier so ein schöner Billardtisch. Alter, das ist echt geil hier drin, oder? Alter, so müssen wir das Haus auch wieder fertig machen dürfen bei uns. Richtig schön neu tapezieren und alles. Und hast du nicht gesehen? Können wir hier auch... Boah, wir können ja hier sogar rennen überall. Der Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Was machen die denn da? Dann müssen wir schon... Noch anpassen. Ah, hier ist der Typ hallo, jetzt wieder. Hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Du bist doch nicht Jack. Du bist doch genau der gleiche Typ, der da ist bei dem... Ja. Wo wir halt die Leute da kennengelernt haben alle. Mhm, nett. Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Jo. Edward findet es lästig. Aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Bitte. Ja, ja, ich komm ja, ich komm ja. Ja, wo soll ich mich denn hinsetzen? Du hast doch hier gar keinen Stuhl. Wo rennt er nun hin? Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Unterbrich mich nicht, Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Außerirdische? Redest du von Außerirdischen?
UFOs und kleinen grünen Männchen? Nein, nein. Das ist doch alles nur Hysterie. Dafür gibt es doch keine Beweise. Ich rede von der verborgenen Geschichte unseres Planeten. Den Ursprüngen der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Also die Synths, oder was? Meint ihr damit wahrscheinlich, ne? Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. An die Arbeit, würde ich sagen, ne, oder was? Ich bin bereit für meine Arbeit. Gut. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Kennst du die alte Irrenanstalt, die du hochgejagt hast? Parsons? Ich hab da eine Story, ja. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Erstmal brauche ich einen Schlüssel. Und zweitens, der Typ hier, dieser Jack, ne, der ist mir gar nicht geheuer, der... Viele Fragen... Eigentlich nur 1 Million davon. Fang am besten bei Parsons an. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Die ist doch schon tot, oder nicht? Die haben wir doch schon liegen sehen, ne? Ja, wir sehen uns bald mit dem Paket wieder. Viel Erfolg. Lass dich bei deinem ersten Job nicht umlegen. Den Schlüssel haben wir jetzt trotzdem noch nicht bekommen, ne? Das wurmt mich ja wieder ein bisschen. Dass wir jetzt hier den Schlüssel genau nicht... Oder wir kriegen ihn erst da von dem Typen. Ich meine, die sind ja auch immer wieder da, ne? Die Söldner. Komischerweise, die sind immer wieder da. Und denn diese... Wie sagte er gerade? Maria? Die haben wir doch da schon tot liegen sehen, ne? Von die haben wir doch so ein Holoband, die... schon mal gehört, ne? Oder nicht? Was die... Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ich möchte jetzt mal kurz gucken im Keller. Huch! Eieieieieiei. Da krachen wir hier gleich durch den Boden durch, Junge. Das ist eigentlich Quatsch, dich hier umzugucken. Aha. Das macht hier noch... Ja, das macht hier noch keinen Sinn. Da wir hier sowieso noch nicht mitnehmen dürfen. Wo geht denn hier hin? Noch weiter nach unten. Alter, der hat hier ein richtiges Lager, wa? Wasser und alles hat er hier. Ja, das Haus sieht wirklich noch richtig geil aus, ne? Alles schön sauber. Noch nicht großartig was kaputt hier und so. Ne, gefällt mir echt sehr. Muss ich sagen. Ja, aber dieser Jack, der ist mir ein bisschen... Weiß ich nicht. Der kommt mir ein bisschen komisch vor. Der kommt mir sehr... Komme ich nicht auf. Huch. Siehst du, so ist als wenn man wieder drücken tut. Einfach wie ein Kaputter, ne? Gut, Leute. Ich würde sagen... Ich mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann direkt draußen wieder. Oder, nee, wir sehen uns dann schon direkt wieder bei den Bekloppten, würde ich sagen, ne? Also, wir sehen uns dann gleich wieder, Leute.